Scheiße, wir machen erstmal ein schönes Haus. Ich würde erstmal Wände vorschlagen. Eiförmiger Raum. Wir haben nur 24.000, wa? Jetzt würde ich mal aufpassen. Nein, warte. Gar nichts habe ich gekauft, das ist gut. Warte. Ich sag mal so, also hier ist der Eingang circa. Doch, dann würde ich sagen, das ist das Wohnzimmer. Jetzt hier so in den Flur. Dann ist das da irgendwie mein Zimmer. Das da ist dann, hier ist dann das Bad. Dann kommt hier irgendwie das Zimmer hin. Der ist auch zu groß. Habe ich das bis jetzt eigentlich gut gemacht? Ja, scheiße, habe ich das gemacht. Warte, ich brauche mal kurz Freiraum. Muss mich mal hier bewegen. Ja, scheiße, habe ich das gemacht. Bloß nicht. Mach echt mal hier gucken. So. Bulldozer. Nee. Schon okay. Bewegen. Ah! Ist doch voll cool. Dann habe ich lieber so ein Bad. Ich brauche noch eine Küche, scheiße. Das mache ich schon noch. Und das hier. Ja, irgendwie die Küche. Und hier pennt und Nico. Perfekt, oder? Ich sag mal, das ist perfekt. Kann es sein, dass die Küche größer ist als das Wohnzimmer? Ja, oder? Oder nicht? Mein Gott, da kann man das auch so machen, oder? Scheiße, ich habe gerade 10.000 verbraten, nur für das Grundstückshaus. Okay, eigentlich ist das okay, aber wir brauchen 4 für die Einrichtung auch. Okay. Brauchen Fenster und Türen. Nee. Wohnzimmer kriegt eine Glastür. Bad. Wie groß das ist. Was war das? Küche? Ich hoffe, Küche ein anderes Zimmer kriegen sollte, aber mir egal. Ja, dann geht's von hier nochmal in die Küche rein.
So und so. Und nochmal eine Glastür für... Hallo? Hallo? Achso. Ja, und für so. Ganz gut. Okay, Bad hat jetzt kein Fenster, aber egal. Was für Fenster sind denn cool? Hallo. Die sehen voll schwul aus, echt. Das ist okay. Hallo, ist das groß. Nein, warte, wie kann man das verkaufen? Oh Gott! Hoppala, nicht so. Kann dann gleich wieder verkauft werden. Nee. Verkaufen. Ja, doch so. Kriegst du dann nämlich da eins? Kriegst. Ach, scheiße, das sieht schon wieder so schwul aus, sag mal. Ich brauch's eigentlich gar nicht verkaufen, weil ich brauch's einfach nur verschieben. Da eins, die Küche kriegt da eins und da eins. Nee, das ist so krass. Und kriegst du dahin und na. Ich finde das gut. Und ja, es ist bewusst, dass hier nichts ist. Weil einfach. Irgendwo müssen wir Dings hinstellen. Braucht noch eine Eingangstür, sag mal. Wir haben nur noch 10.000, scheiße. Fuck. Braucht da nur eine Eingangstür? Ach du Scheiße. Was ist denn das? Hohe Tür, mittlere Tür. Ja, hier kommen wir rein. So, jetzt muss ich erstmal Zimmer gestalten. Alter. Ja, warum brauche ich sowas? Nee. Ich suche mir schon mein eigenes Zimmer. Danke. So viel Geld haben wir gar nicht, Mensch. Das Wichtigste erstmal. Ein Kühlschrank. Oh Gott, ist der Scheiß groß. Warum habe ich das so groß gemacht? Oh mein Gott. Das könnte das Wohnzimmer doch sein. Scheiße, ich muss die Wohnung kleiner machen. Daniel dachte, dass er so groß ist. Nee, warte. Boah, wie bewege ich was? Ja, das kann irgendwie kleiner. Ja, und das auch. Was noch? Ja, das ist recht. Wo das das Wohnzimmer ist, ne? Nimm doch von der Stadt einfach mal so ein großes Bad. Außerdem möchte ich, dass ich das bewege, weil ich möchte beim Bad so ein Fenster. Packen wir da rein? Ja, keine Ahnung. Geh mal weg,
Ich hätte gern das da. Ich finde aber. Nein, schon gut. So. Bewegen nach. Da. Ja, das soll doch schon mal was heißen, oder? Ja, damit nochmal jedes Zimmer kleiner. Der hat so ein scheiß Riesenzimmer, ey. So. So, was war das nochmal? Ach, der war Bad. Kaufen. Da war also kein Fenster mehr. Ich zeig mal alle Fenster und alle Türen bitte einmal. Weil mir kommt so vor, als hätte ich. Warum haben wir so wenig Fenster nur noch? Okay, egal. Ah ja, jetzt werden die auch allein gezeigt, okay. Ich hab keine Erinnerung. Ich glaube, das ist so eine Schräge aus. Ich dachte, das ist so eine Schräge. So. Ich find's gut. Was war dieses große Fenster? Das hier, ne? Ist jetzt da noch eins und das Bad kriegt aber ein paar kleine. Egal. Ne. So. Ja, das ist doch voll süß, oder? So, dann können wir schon mal die Türen bewegen. Dann ist hier die erste Tür. Da ist eine Tür, warum ist da eine Tür? Da ist eine Tür, da ist eine Tür. Sicher? Gut, aber warum haben wir so einen großen Flur? Brauchen wir doch gar nicht. Immer noch voll groß, ja? Ist da die Küche? Warum gehen eigentlich alle von unserem Zimmer in die Küche, sag mal? Können wir das nicht zu einem Wohnzimmer machen und das hier zu einer Küche? Fände ich nämlich besser. Ich persönlich. Boah, ich hab Probleme, ey. Ja, doch, dann ist das Wohnzimmer, weil ich weiß mal wieder Schokolade. Oh, fuck. So. Innengestaltung. Falls ich irgendwas vergessen habe, namens Tapeten, Teppich oder sonstiges, das kommt, wenn wir reich sind. Wo war die Küche? Da war die Küche. Also mal, wie dreht man Objekte? Warte. Hey, wie dreht man diese? So lang? Nee. Ich weiß nicht, wie soll man die dann drehen? Ah. Okay. Ist anders als bei den anderen Sims-Spielen. Warum haben wir so eine große Küchenfenster, Mann? Es ist zwar der beschissenste Scheiß und normalerweise macht man einen Herd nicht neben Fenster, aber egal. Normalerweise kauft man auch keine großen Fenster für die Küche. Aber egal. So. Die einfachste Spüle, die man haben kann. Nee, darum kümmern wir uns später. Herde, ja, hatten wir. Mülleimer dürfte noch ganz wichtig sein. Okay. Schon okay, so was Tolles brauchen wir jetzt auch nicht. Sitzgelegenheiten, wenn gut war. Holen wir uns woanders. Erstmal ins Bad. Wo ist denn unser Bad da hinten? Warum haben wir so ein hohes Bad? So ein großes. Meine Güte. Schreckt mich hier wegen meiner Scheiße auf.
Wenn danach ist es zu klein. So. Ganz normale Kacktoilette. Muss jetzt gucken, wo die Fenster alle sind. Am besten direkt über ein Fenster kacken. Ach man, ist das toll. Boah, Walla, ist das geil. Schön vors Kackhaus, okay. Ja, das muss einfach rein, weil ich möchte duschen und baden. Danach können wir uns ja immer noch umentscheiden. Die Toilette kann ruhig noch da gesetzt werden in die Ecke. Nee. So, ist schon okay. Spiegel kommt auf die Seite mit Dings. Ah, ist okay, mehr braucht man nicht. Ist nicht der allzu perfekte Spiegel. Ja, natürlich Klopapier. So. Und ansonsten reicht das doch erstmal, oder? Jetzt kommen erstmal die ganzen Schlafgemache. Das ist doch am wichtigsten eigentlich. Bett für unser Bestes. Ist schon ein anständiges Bett. Nee. Ein Doppelbett braucht kein Schwein von uns. Schon okay. Gott. Also das hier hinten ist mein Zimmer, oder? Schlafe ich lieber doch hier. Das ist mein Zimmer. Das ist das Zimmer. Und das da ist der Nikos Zimmer. Nein, ist das eine Kinderkommode, Mann? Wieso? Backbahn. Wir werden uns doch nie so eine Scheiße kaufen, aber das ist zu teuer. Mann. Jeder kriegt jetzt noch. Oder wollt ihr eine Kommode? Wir kümmern uns erstmal um die wichtigen Sachen, wie das Wohnzimmer. Danach, wenn wir alle mal ein Geld verdient haben, können wir uns schon was Besseres leisten. Drei Leute sollten schon mal drauf sitzen. Nee. Ja. Kamin braucht kein Schwein. Wo ist eine Glotze? Ah ja, cool, okay. Ja, da ist das Fenster. Hm. Fürs Erste. Also, oh Gott, warum sind die so klein, Mann? So ein großer wäre doch mal Hammer. Ach du Scheiße. Bei 10 Startup, die mir helfen, ach du Scheiße. Okay. Fürs Esszimmer, yay. Können auch gleichzeitig in der Küche essen, das ist scheißegal. Stühle werden definitiv angenehm. Eins, zwei, drei.
Kreativzimmer, auch ein Schwein das. Bücherregal braucht jeder. Ist okay. Also was würden wir ohne einen Computer tun? So, ich suche jetzt nicht die besten Pulte raus. Eins. Zwei. Habe ich meinen richtig hingestellt? Ja, eigentlich schon. Jeder kriegt erstmal den einfachsten Stuhl. Und ja, wir können uns nur einen leichten leisten, wa? Boah, mehr Fähigkeit. Boah, fürs Erste. Und das bekommt kein okay. Dann ist dafür schon mal geregelt. Ja. Und ansonsten habe ich ja hoffentlich nichts vergessen. Außer vielleicht Pflanzen. Aber die braucht auch erstmal kein Schwein, oder? Braucht wieder eine Pflanze. Ich möchte gerne eine Pflanze haben. Ich habe immer Pflanzen. Dann kann im Flur eine suchen. In der Küche kann gerne eine stehen, wenn ihr mal hinkommen könnt. Da schneidet doch keine anderen Objekte mal an, dann ist doch gar nichts. Dann habe ich bei Disc aus Versehen eine hingestellt. Nika kriegt wieder die. Ich muss kurz drehen. Da in die Ecke kann einer. Ja, dann sieht das doch viel gemütlicher aus. Und mit 103 Euro kann man doch leben. Willkommen auf der Endcard. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. In dem weiteren Channel findet ihr weitere Spiele, dies, das, jenes. Im nächsten oder in den nächsten LPs wird halt noch ein Teppich und eine Tapete eingebaut. Wer weiß, vielleicht gebe ich den Jungs eine pinke Tapete. Wenn ich so gemein bin. Ja, mal sehen. Und ja, schaltet dann wieder ein, gebt ein Like da, lasst uns einfach einen Daumen nach oben da. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Sims 4 oder irgendein anderes verrücktes Game. Und ja, wir sind für euch da, geben euch schöne Videos, lasst uns zocken und dann sage ich mal Sayonara.